alle Jahre wieder. In einer Minute schließt die Meldeliste. Wer sich jetzt noch nicht angemeldet hat, muss kommen. Nachmeldungen sind dann nicht mehr möglich. Am 6. Januar, also am Heilig-Drei-König-Tag. Das traditionelle Leberkäs-Turnier, veranstaltet vom TSV Stein. Ein Vorgabeturnier, was bedeutet, es gibt nur eine Spielklasse. Hier übrigens der Titelverteidiger, wenn ich mich recht erinnere. Benarin Masur hat letztes Jahr dieses Turnier gewonnen. Also ein Vorgabeturnier, das heißt, alle spielen eine Klasse und die D-Klassenspieler bekommen entsprechend viel Vorsprung, Vorgabe, wenn sie gegen einen C-, B- oder A-Spieler spielen müssen. Also unser Axel hat jetzt gerade hier alle Vorhänge geschlossen, damit er auch durch die anbahnenden Sonnenschein nicht gestört wird. Und wenn er das so weitermacht, kann er doch nochmal Fahneträger werden, so wie er die Stange gerade gehalten hat. Das wäre echt gut, vielen herzlichen Dank. Axel Birmele, seit vielen, vielen Jahren aktiv beim TSV Stein. Es gab da ja mal eine große Tischtennis-Skala, die er auch mitorganisiert und moderiert hat, wo sich die Tischtennis-Weltklasse in Stein traf. Unter anderem Vize-Weltmeister Seif, der damals gerade Weltranglisten-Erster war. Das war so 1995 oder 96 wohl. Kalinic war dabei, der mehrfache Doppel-Kriegsweltmeister. Jetzt HD oder normal? Das ist HD. Ja. 64 Giga habe ich intern im Speicher. Steffen Köhner, in diesem Jahr erstmalig dabei. Spielt in der Oberligamannschaft des TSV Stein, Steffen Körner in Hintern Barkreuz. Unser Youngster Girl, mittlerweile gewechselt von der Spielvereinigung Mühldorf 2000 zum SC 04 Nürnberg. Der Sohn von Gennady Masur, Ilja Masur, im Training mit Daniel Drubitz, ebenfalls TSV Stein, 17-jähriger Nachwuchsspieler. War, wenn ich mich recht erinnere, vor 3 oder 2 Wochen im Wilhelmsdorfer Weihnachtsturnier in der HMA-Klasse im Halbfinale. Hat da dann gegen Rolf Eberhardt verloren, der eigentlich auch immer hier spielt, traditionell, aber den ich dieses Jahr noch nicht gesehen habe. Er hat dieses Turnier auch schon gewonnen, der Rolf Eberhardt. Damals haben wir Taylor an, mit der für ihn sehr typischen Rückhand. Jens Willing, ebenfalls TSV Stein. Mhm.
Und der Steffen Körner hier beim Warm-up. Im Hintergrund sitzt... Madeleine aus Mondettelsau, kommt da die Freundin noch oder nicht mehr? Ferenc Stutz Senior, der Papa vom Ferenc Stutz Junior. Nicht mehr. Okay, dann müssen wir es jetzt streiten. Ein Jugendspieler, der seit vielen Jahren in Bayern im Jugendbereich immer ganz oben spielt. Im Doppel zwei Jahre hintereinander bayerischer Jugendmeister, einmal mit Tobi Berger und aktuell im Dezember 2013 mit Jan Schubert vom TSV Ansbach. Tim, jahrelang Doppelpartner Nummer 1 für den Steini. Ja, der Stoli war mal einmal sauer auf mich und dann... Wie, ich war sauer? Ach ja, mit gutem Grund, ne? Zweier-Mannschaftsturnier ausmachen und dann das war nicht aus dem Bett rauskommen. Was, tatsächlich? Steinbrecher Sonntag früh um 6 in Nürnberg unterwegs, um Chiptim abzuholen. Und Chiptim war die ganze Nacht in der Disco. Ich habe mich oft entschuldigt. Du hast das Thema angeschnitten, ich hätte es schon längst ad acta gelegt. Ja, aber ich habe mich auch scheiße gefühlt, muss ich sagen. Was Schlimmeres kann man halt dem Herrn Steinbecher überhaupt nicht antun, als wenn er am Sonntag früh um 5:30 aufsteht, auf ein Tischtennisturnier fahren will. Und der Partner ist nicht da. Und ist auf den Partner angewiesen. Mal einen auf die Nase hauen oder sonstiges, das kann man alles mit dem Steinbecher machen. Aber wenn Steinbecher Tischtennis spielen würde, da wird er sensibel. Da wird er höchst sensibel. Ja, aber ist vergessen, Schwamm drüber, Schnee von gestern. Dafür hast du ja jede Menge Tischtennisturniere ganz tapfer an meiner Seite durchgestanden. Ist ja auch nicht immer ganz einfach, ne? Ja, also ich hatte auch meinen Spaß mit. So ist es nicht. Ja? Wir waren ja nicht schlecht. Wenn wieder einstellen. Ja.